Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Es wird Zeit, dass wir mal ein Spiel zu Null spielen und vor allem wieder gewinnen. Verdammt nochmal. Ich muss einfach meine Abschlüsse besser suchen. Aber ich denke, ich versuche es einfach wieder zu erzwingen momentan. Versuche zu viel über irgendwelche merkwürdigen Dribblings zu gehen. Es einfach mal fließen lassen nach vorne und sich einfach komplett auf die Abwehr konzentrieren. Das werde ich jetzt versuchen in diesem Spiel umzusetzen. Also wirklich nach vorne, vor allem wieder mein Kombinationsspiel aufziehen. Ein Dribbling kann ich so oder so immer mal einbauen und meine Schusstäuschungen. Aber vor allem mal halt über meine Kombination kommen. Das war immer meine Stärke. Okay, das sollte gehen. Rot-Schwarz. Trikots gefallen mir ganz gut, muss ich sagen, die ich mir ausgesucht habe. Aber es sind nicht perfekt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn ich mal zu anderen Trikots irgendwann wechsle. Aber es ist echt peinlich, dass man hier in Liga 10 eigentlich nie so klar besser ist. Also ich war jetzt zwar die letzten beiden Spiele meiner Meinung nach der bessere Spieler, aber es war jetzt halt nicht, das war jetzt kein Klassenunterschied, wie es halt zum Beispiel in FIFA 17 noch am Anfang war. In den unteren Ligen. So einer, der gerne rumalbert oder was? Hilft ihm auf jeden Fall nichts, wie man sieht. Schöner Schuss, schön rausgespielt. Das habe ich gemeint. Laufen lassen. Nichts erzwingen. Den Abschluss suchen, wenn die Möglichkeit da ist. Schade. Boah, das war riskant. Das war ultra riskant. Glück gehabt, dass es gut gegangen ist. Schön gemacht von Lachs halt. Doppelt schön gemacht, aber leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Krass, oder wie mein Spieler weggeht. Der Ball lag quasi frei. Es ist zum Glück nichts passiert, aber der Ball lag frei und er geht halt weg. Ich meine, in der Situation kann ich. Oh, das war knapp. Kann ich auch den dann nicht direkt steuern, also. Oh, abseits. Ich hatte hier drauf geachtet. Also der Gegner ist ziemlich aggressiv. Macht ein ziemlich wildes Pressing und passt zum Torhüter zurück. Interessant. Um dann eine Flanke ins Nirgendwo zu spielen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich Idiot hätte mal das Risiko suchen sollen und Volley abschließen, weil da lag der Tormann halt noch am Boden. Jetzt, wenn ich einfach jetzt schieße, dann, und ich natürlich entsprechend aufs Tor schieße, dann kriegt er den Ball nicht. Aber ich dachte so, oh, die, oder was, in dem Moment habe ich nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dass meine eher schwachen Spieler das verkacken. Zum Glück hat er es dann mit der Ballannahme trotzdem noch geschafft. Ja, da haben wir ihn quasi zum Verzweiflungsschuss gedrängt. Also so würde ich es mal bezeichnen, weil da, also die Position war nicht wirklich gut zum Abschließen. Nur solange er mich laufen lässt, soll ich auch einfach den Raum nutzen und dann abspielen, wenn sich's ergibt.
Da musste ich abschließen. Auch da habe ich meiner Meinung nach wieder wo ganz anders hingezielt. Es könnte natürlich sein, dass das hier in FIFA 18 nochmal krasser danach geht, was die für Abschlusswerte haben. Dass das der Grund ist, warum er so merkwürdig geschossen hat, weil ich habe meiner Meinung nach wo ganz anders hingezielt. Schade. Doppelt schade. Okay, das sollte nichts werden. Ganz in Ruhe, jetzt rennt er wieder nach vorn, um hier irgendwie nicht überrannt zu werden. Dahin wollte ich nicht passen. Oh, das war eine gute Grätsche. Ja, ist echt aggressiv. So, Lachs halt ist zum Glück schnell. Oh, krass gespielt. Krass gespielt. Eieieiei. Ich hätte nicht gedacht, dass er den dann wirklich reinmacht. Mit der Fußspitze. Oh, der Gegner bricht ab. Ja, der erste Gegner, der abbricht. Wir machen noch ein Spiel in der Aufnahme. Wir haben den ersten Abbruchgegner, aber der war auch... Also, er hat gar nicht so schlecht gespielt, fand ich. Der war zwar ziemlich aggressiv, aber in seiner Aggression war... Zu null! Woo! In seiner und zwei Tore aus dem Spiel. Woo! Der war in seiner Aggression eigentlich ganz gut und es war nur ein Tor hinten, aber da ist, glaube ich, ein bisschen auf Tilt gegangen, deswegen hat er dann auch das Ganze abgebrochen. Vorlagen. Okay. Ich freue mich natürlich, ich kann den Sieg gut gebrauchen. Jetzt brauchen wir noch zwei Punkte. Aufstieg haben wir schon mal geschafft, sehr schön. Jetzt brauchen wir noch zwei Punkte, also am besten jetzt einen Sieg, um den Titel zu holen. Oh, und dann haben wir bald 80.000 Münzen. So, jetzt ist wieder... Wie viele Spieler haben wir denn noch? Ich habe halt echt mal Bock, mir bessere Spieler zu kaufen. Verträge. Ah, noch zwei Spiele. Alles klar, noch zwei Spiele mit der Mannschaft. Dann können wir uns neue kaufen. Boah, da werde ich ja direkt mal versuchen, die jetzt heute noch in den Aufnahmen fertig zu bekommen. Was haben wir hier? Da haben wir auch noch zwei. Das heißt... Ah, nee, ich sehe gerade... Kostic, darf ich nicht vergessen. Nach dem Spiel... Denk dran, Paxis, Idiot, denk dran. Idiot! Okay. Nach dem Spiel Kostic verkaufen und einen neuen LM kaufen. Okay, merkt es bitte. Merkt es bitte, Idiot. Danke. So. Konzentration. Ach, was war mit Kruse? Kruse hat gute Vorlagen bisher gegeben. Ne? Also der hat, glaube ich, ganz gute Scorerwerte. Ja, drei Scorerpunkte in zwei Spielen. Nur ein Tor, hatte, glaube ich, noch einen Alu-Treffer und generell ein paar gute Chancen. Lässt sich bisher ganz gut spielen. Ich habe nur Gutes gehört von Origi. Deswegen, wenn Kruse nicht funktioniert... Oder ich bin ihm unzufrieden, dann würde ich wahrscheinlich mal Origi testen, aber ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber wahrscheinlich, wenn jetzt die... Oh Gott, ja, Schwarz gegen Dunkel, das macht richtig Sinn. Ich spiele auswärts kein helles Trikot, weil der Radar nicht mehr passt, tut mir leid. Das ist ja echt kacke, oder? Jetzt muss man schon abbrechen und kann nicht gegen Gegner spielen, wenn man nicht das dunkle Trikot auswärts nehmen kann. Also zumindest mache ich das so und ich denke, das machen auch viele andere so, die versuchen gut zu spielen, weil es halt sonst einfach super verwirrend ist. Also ich wäre immer mit dem dunklen Trikot auswärts spielen. Und es scheint ja noch genügend Leute zu geben, die es einfach nicht kapieren, dass man zu Hause hell spielt und auswärts dunkel. Das ist wahrscheinlich jemand, der unbedingt mit diesem Trikot spielen will. Na endlich! Oh mein Gott, wieso hat das denn nicht gleich gemacht? Das ist bestimmt kein guter Spieler. Pass auf, da wird auch ein schlechtes Team haben. Keine volle Chemie. Viel Bundesliga, oder ist es nur Bundesliga? Aubameyang Leihspieler? Oh, und Ronaldo Leihspieler. Ach du Scheiße, aber sonst ist Bundesliga, ja. Ronaldo-Leihspieler. Ich habe auch noch... Also, Aubameyang könnte ich mir auch als Leihspieler holen, aber wollte ich eigentlich eher in wichtigen Spielen machen. Und dann vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo mir das schon was bringt. Ich glaube, jetzt würde mir das einfach noch relativ wenig bringen, weil ich ja noch viel zu schlecht spiele. Da spiele ich dann lieber mit dem guten Leihspieler, vor allem mit einem Stürmer. Ich meine, Alaba, den Leihspieler Alaba werde ich jetzt wahrscheinlich schon im Turnier verwenden, im Qualifikationsturnier.
weil das halt ein Abwehrspieler ist, der bringt mir halt sofort was. Aber ein guter Stürmer bringt ja logischerweise noch mehr, wenn ich auch gut angreifen kann und damit umzugehen weiß. Oh, ich wollte auf Arangis spielen. Ärgerlich. Alter, was war denn das für ein krasser Pass, bitte? Mit Aubameyang, der nun kein Passmunder ist. Und Wood hat halt einfach durch seine Pace es geschafft, obwohl ein Spieler von mir dran war, hat Wood es einfach geschafft, durch seine Pace den Ball sich zu holen und schafft es dann leider auch ins kurze Eck zu schießen. Krass. Das fand ich krass. Aber war da eigentlich auch viel Glück, dass der Pass von Aubameyang einfach so angekommen ist. Oh, ein Tick zu spät. Fuck. Ärgerlich, dass da dieser Gegenangriff von uns nicht direkt zum Tor geführt hat. Oh, vielen Dank. Oh nein, nein, das ist gerade nicht passiert. Ach die Scheiße. Ja, war dumm. Ich wollte es dann auch noch abbrechen mit einer Schusstäuschung, das hat nicht mehr geklappt. Und Lackertor, nein, doch nicht. Ja, weiß ich nicht, was Bottic da gemacht hat. Einfach mit dem Ball weitergelaufen. Aber wir haben es immerhin geschafft, Aubameyang also den Laufweg von Aubameyang abzulaufen. Zu antizipieren, so ist richtig, zu antizipieren. Schade, war eigentlich gut gespielt. Oh, den erwarte ich eigentlich, dass Kruse den macht, Mann. Direkt auf Passen gedrückt. Da liegt noch einer von mir, ist nicht so geil. Ja, wir spielen uns Chancen, aber leider geht halt keiner rein. Bisher. Oban auch ziemlich langsam. Aber gute Defense-Werte. Ja, faul. Ja, wie Freistöße gehen bei FIFA 18, ich habe keine Ahnung. Ob das einfach ist, schwer ist, wie man es am besten macht, kein Plan. Hä, wer rennt denn da hin? Was war das denn? Habt ihr gesehen, wer da hingerannt ist? Ich dachte, der andere Spieler rennt hin. Oh Gott, war das schlecht. Das war gut gemacht. Obwohl Aubameyang so viel Platz hatte, hat er es nicht geschafft, seine Pace da auszuspielen. Schade. Verteidigen ist eigentlich ganz gut. Ist echt blöd, dass wir schon ein Gegentor haben.
Gegner spielt jetzt auch ziemlich defensiv, glaube ich. Aber gut, ich würde auch direkt auf defensiv umschalten, wenn ich ein Tor habe. Schöner Schuss, aber hätte man auch noch straffer spielen können, dann wäre er nicht so flach gewesen. Abseits. Ja. Wäre auch nicht rein, schade. Das war knapp. Haben wir Glück gehabt, dass Subotic dann mit seinem Körper noch den Gegner genügend stören konnte. Das war, glaube ich, wieder Wood. Da haben wir auch ein bisschen Glück. Oh, da haben wir Pech. Genau das wollte ich abdecken. Oh, Glück gehabt. Schön, wie Kostic sich da durchsetzt. War richtig geil. Dummer Pass. Ach man, wir verteidigen es ganz gut. Wir hatten auch schon gute Angriffe. Oh, steht leider 1-0 für den Gegner. Konzentrieren, zwei Buden schießen, gewinnen. Punkt. Immer auf Offensiv. Jetzt habe ich leider mit Subotic einen sehr langsamen Spieler. Schön gemacht mit Haraguchi. Dumm gemacht von mir. Richtig dumm gemacht. Hätte ich so viel besser ausspielen können. Oh, guter Schuss von Kostic. Schade. Krass, wie er echt mit so einer dummen Pubelgrätsche es schafft, mich noch zu blockieren. Ah. Okay. Aber wenigstens Ronaldo aufgehalten ist immer erstmal gut. Ich habe das Gefühl, er will den anspielen, wo mein Spieler dran steht. Und macht deswegen nichts. Hätte ich, glaube ich, nicht rausklären müssen. Komm, Kruse zieht durch. Leider hat er keine Pace. Und ich drehe mich auch noch in den Gegner rein, aber Kruse macht es trotzdem. Was zur Hölle? Super.
Wieder kein Elfmeter. Super geile Flanke von Kruse. Eigentlich auch ein guter Schuss von Arangis. Er geht natürlich ans Alu, ey. Schön gemacht mit Chandler. Also ein Ausgleich wäre mehr als verdient, logischerweise. Boah, da hätte ich einfach durchziehen müssen. Mein dummen Grätschen aufhören, die bringen eh nichts. Zumindest in den Situationen, wo ich sie mache. Schön abgefangen. Leider schlechte Ballannahme von Arangis. Och, steht immer noch 1-0 für den Gegner. Fuck, Mann. Okay, das war mal eine anständige Grätsche. Oh nein, wie kann man denn da vorbeischießen? Kruse, so gut rausgespielt, das meine ich halt. Ich habe die Spitzensituation für Abschlüsse. Alle sagen, Abschlüsse wären so einfach in FIFA 18, man macht die 100 Tore. Und ich volle Tür kriegst wieder nicht hin, das kann doch nicht sein. Fuck, oh, bin ich bescheuert. Ich zieh dich so schlecht, oder? Noch meiner Meinung nach Ball gespielt. Ach Mann, das ärgert mich. Egal. Habe ich natürlich selbst zuzuschreiben, schlecht verteidigt. Natürlich trotzdem unverdient insgesamt gesehen, aber was soll's. Da soll der Ball nicht hin. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time.
Alter, das gibt's doch nicht! Zweite Mal Alu! Oh, Kruse, du Idiot, was machst du denn? Schieß doch mal die scheiß Tore rein! Meine Fresse, der alleine hätte drei Tore machen können, dann zweimal Alu-Treffer? Fuck! Aber wenn man dann vorne die Boot nicht macht, fällt es logischerweise auch nochmal doppelt schwer, sich hinten zu konzentrieren, weil es einfach aufregt, dass man keine Tore schießt. Sieht ja mein Pullover aus hier. Oh, so ein Scheiß. Fuck. Schon wieder ein Spiel, was ich eigentlich hätte gewinnen können, müssen, wie auch immer. Ich meine, okay, diesmal hatte ich auch mit den zwei Alu-Treffern wirklich Pech, aber... Och. Fuck. Aber ich kann mich halt nicht auf den Angriff und auf die Defensive gleichzeitig konzentrieren. Das funktioniert einfach nicht. So, jetzt schauen wir mal noch nach einem neuen LM. Mal gucken, was es da gibt für 2000 Coins. Ob es da schon irgendwas Interessantes gibt, wo ich sage, okay, das wird's. Zur Not können wir uns auch eine Inform holen, aber ich will eigentlich nicht unbedingt die Inform haben, die es da gibt auf der Position. Das ist nicht gerade optimal. Nee, das ist doch gar nicht, wie ich es machen will. Ich glaube, Maximilian Philipp, wie der heißt, der Dortmunder, der eigentlich ein Mittelstürmer ist, gibt es als linken Flügel. Den könnte ich als LM spielen, aber der hat nicht so geile LM-Werte, deswegen wollte ich den eigentlich nicht spielen. So, ja, Bundesliga sollte ich vielleicht mal noch auswählen. Was haben wir denn da? Ach, Johnson! Ich glaube, Johnson wird's, weil Johnson hat mir zumindest im letzten FIFA mega gefallen. Wahrscheinlich, da er auch eine gute Defense hat. Sein Schuss ist halt miserabel, aber da hat sich einfach im letzten FIFA so geil spielen lassen, dass ich den vielleicht mal nehme. Bailey ist halt super schnell, hat sogar bessere Schusswerte. Ha, Bailey sieht eigentlich gar nicht so viel schlechter aus. Deutlich schneller, besseres Dribbling, besserer Schuss, schlechterer Pass, schlechtere Physis. Linksfuß, schwacher Fuß, 4 Sterne. Rechtsfuß, schwacher Fuß, 4 Sterne. Hm, aber ein 76er? Ich weiß auch nicht. Kaiubi, Kalu kann man natürlich vergessen mit der Pace, die der hat. Ja, also momentan würde ich wohl am ehesten mal Johnson testen. Ich komme eh nicht so oft zum Abschluss mit den LMs, RMs, deswegen ist es mir nicht so wichtig, dass er nicht so einen guten Schuss hat. Ich glaube, ich würde Johnson mal testen. Aber ich will jetzt gucken, ich mache es wie beim letzten Mal, dass ich gucke, ob was es jetzt noch für 3000 maximal oder für 5000 maximal gibt, wenn es da halt deutlich bessere Spieler gibt, wo ich dann sage, okay, da lohnt sich dann auch schon etwas mehr auszugeben, dann würde ich das machen. Hintep. Oh, Hintep hat sich natürlich auch genial gespielt. Letztes Jahr noch in der Liga A. Von daher würde ich den sogar noch lieber als Johnson nehmen. Mal gucken, was der kostet. Ich glaube, der kostet ein bisschen mehr als 2000. Das ist halt, klar, der ist ein 79er. Da fällt irgendwann auf 1000 Coins oder so, aber wenn ich mir den für 2000 oder reichliche 2000 kaufe, dann habe ich halt einen Maximalverlust von 1000 Coins. Und da ich den eh nicht lange behalte und vorher wieder verkaufe, werde ich wahrscheinlich gar keinen so großen Verlust haben. Gnabry gibt's auch noch. Aber ich glaube, Hintep würde mir eher zusagen als Gnabry, weil ich Hintep schon in FIFA 17 so geil fand. Gnabry ist halt ein Tick schneller, ein Tick besseren Schuss, aber insgesamt relativ ausgeglichen. Also ähnliche Werte. Brand ist mir zu langsam als LM. Also zumindest bei meiner LM-Position, die ich spiele, bei meiner Formation. Guerrero ist auch zu langsam. Also ich schaue jetzt nochmal auf die 5000er-Kategorie, aber meine Überlegung wäre jetzt erstmal Hintep. Da sollte ja nicht sehr viel mehr kosten als 2000.
Was Neues dazugekommen, sieht nicht so aus. Ah doch, Schürrle. Schürrle würde ich zwar auch mal testen, aber ist mit momentan definitiv noch zu teuer für einen 80er mit der Pace, die er hat. Das ist halt eher so eine, ja, so ein Liebhaber-Spieler, den würde ich halt gerne spielen, weil ich Schürrle mag. Und von den Werten her ist halt nicht so schnell ohne Chemistry-Style. Ich glaube, falls ich den mal teste, dann eher später mal. Ich glaube, der passt jetzt momentan ohne Chemistry-Style noch nicht so gut bei mir rein. Okay, wir gucken, was Nintab kostet. Der billigste. Es gibt ihn einmal für 2,5, dass er gerade erst reingestellt wurden. Und hat 13 Verträge. Na, dann nehmen wir den mal. 2,5 ist er mir auf jeden Fall wert. Hallo, ich möchte ihn direkt aufs Feld setzen, bitte. Danke. Und unser erster Verletzter haben wir ja auch. Mal gucken, was unser Rechtsverteidiger Chandler für Probleme hat. Aber ich würde sagen, das können wir auch im nächsten Spiel, in der nächsten Aufnahme schauen. Wir nehmen hier mal noch die Belohnung mit. Wochenaufgaben, Mittelfeldvorlagen. Erziele diese Woche mindestens 5 Tore nach Mittelfeldspielervorlagen. Was gibt's da? 2 Spielerset, nice. Come on, baby, let it rain. One time, please. Einfach mal einen geilen Spieler. Come on! Okay, ein 82er ist gar nicht so schlecht, aber es ist halt ein zu langsamer. Da wird nichts weiter wert sein. Aber immerhin ein 82er. Oh Gott, und ein Silberspieler. Transfermarkt anbieten. Preisvergleich. Was ist denn der wert? 1,5. 1,4. 1,4. Okay, ich stelle ihn mal für 1,2 rein, dann geht er mit Sicherheit weg. Aber immerhin noch 1,2 wäre, da ist irgendwann wahrscheinlich mal nichts mehr wert, also Abschlusspreis irgendwann, weil er einfach so langsam ist. Und der sollte eigentlich gar nichts wert sein. 1000. 850. Stellen wir mal rein für 600. Den will eh niemand haben. Wer spielt schon Groß-Silber-Teams? Tja, jetzt aber. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und jetzt einfach mal eiskalt die Tore machen beim nächsten Mal. Also das ist ja gerade ein größeres Problem als die Abwehr. Wenn ich meine Torchancen einfach mal nutzen würde, dann würde ich jetzt hier die letzten Spiele alle gewinnen. Und nicht verlieren. Also dann macht's gut. Tschüss.